Ja, unser Aufnahmeprozess geht langsam zu Ende. Wir haben fast alle Spur drauf. Jede Menge Spur. Irgendwann bei 100 habe ich aufgehört zu zählen. Jetzt wichtig, Überblick nicht verlieren, weil Arrangement teilweise sehr, sehr, sehr kompliziert. Fantastic place for recording. Also fantastic studio. Sound really perfect. I mean, you know, Barcelona Philharmonic Orchestra from the last LMO CD. Also from touring with Rage. It's always fantastic quality. Orchestra in Spain start very early recording, like 10 o'clock, the first song, done. Ich habe dieses Orchester schon live gesehen, auf letzter LMO-Tour und auf letzter CD gehört, mit fantastischer Keyboarder Enric Garcia. Enric made perfect job, not only playing keyboards and piano. Hello everyone, this is Enric Garcia, greetings from Barcelona. Yeah, maybe some of you guys remember me from when I was touring this last couple of 3 years with Lingua Mortis Orchestra featuring Rage. And now I'm really excited and proud to announce that I will be the new keyboard player for Almanac. For this album I have also been the engineer for the orchestra recordings. We went to one of the finest and best studios in the city, Medusa Studios, with all the orchestra. Can you take the first three bars from second half and put in front? Arrangements soweit habe ich fertig gemacht, alle Noten geschrieben, das war Stress ohne Ende. Aber irgendwie auch macht Spaß, weil ich immer suche nach was Neues und sehr viel experimentiere. Not sliding too much. They did an amazing job because everything that Victor has composed, they recorded everything in 1 day and a half. The whole CD in 1 day. Great job. Thank you very much. It's a huge project. I just come back from Barcelona. Fantastic orchestra recording, a lot of fun. Da brauche ich ab und zu schon Noten, gucken, was Orchester da macht, welche Voicing wo am besten lauter machen, leiser, was wichtig, was unwichtig für Arrangement. Weil wichtigster Ziel, wir möchten die Platte heavy wie möglich machen. Ja, und uns Zeit genommen im Studio, wirklich alle Ideen durchchecken, alle Melodie ausprobieren mit Doppelung und zweiter Stimme oder auch nicht. Now I'm back! Wie, war noch nicht gut? The Children of the Future! Ich habe sehr viel mit verschiedenen Sounds ausprobiert, mit Gitarren, so verschiedene Pickups habe ich eingebaut, von Fishman, sehr interessante Aktiv-Pickups. Erste Aktiv-Pickups, was ich hier nutze, war früher nie so richtig von Aktiv-Pickups Freund, aber das funktioniert sehr gut. Ich habe spielerisch auch völlig
kranke Sachen ausprobiert. Wirklich verrückte Solo gejammt. So wie immer viel improvisiert. Solos vorbereite ich nie für Studio. Ich mag das wirklich spontan im Studio mich inspirieren lassen von Sound, von Arrangement, von Klang. Auch ganz wichtig. Und da ist verrückte Sachen entstanden wie... Yo! Ja! Also sehr viele neue Sachen ausprobiert, neue Läufe, neue Scales und Technik. Also hat super geklappt, super funktioniert. Auch Dank an Seb, weil er am Pult wirklich macht fantastischer Job. Das ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig, auch diese Vertrauen haben. Victor und ich haben da die gleiche Vision. Wir wollen halt eine Metal-Platte machen. Für mich wichtig, dass es rund klingt, dass es hart klingt, dass es modern klingt. Und wenn du so viele Spuren produzierst, wie wir das jetzt gemacht haben, mit den Orchestersachen, mit den Vocals, mit Chören da drauf, mit nochmal Harmoniestimmen und so weiter, ist die wahre Herausforderung beim Mix jetzt zu gucken, dass man die Heaviness der Band halt irgendwie bewahrt und trotzdem den ganzen Orchesterkram und so weiter unterkriegt. Das ist... viel Arbeit, viel Fingerspitzengefühl und den richtigen Fokus behalten, wo was jetzt gerade die tragende Rolle spielt. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Glaubst. Und Orchesterkram. Jetzt ehrlich, willst du mich verarschen? Orchesterkram ist doch durchaus, soll ich Orchesteraufnahmen sagen? Ja, etwas in der Richtung, dass ein bisschen mehr Wertigkeit reinkommt. Passiert einfach. Ne? Das, ja. Ich freue mich auch sehr, dass er bei Nuclear Blast rausbringt, weil er ist auch schon ein angespielter Team und wir kennen ihn sehr gut und er ist wirklich schon eine richtige Freundschaft entwickelt nach all diesen Jahren. This new album is gonna blow your minds for sure and you're gonna love it, so see you soon. Let's give it a try then, huh? Yup.